Herzlich willkommen beim Video Mastery 1 im Lernzyklus zum Thema Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale. Jetzt bist du an der Reihe. In diesem Video wirst du selbstständig eine Streckensymmetrale auf Papier und in GeoGebra konstruieren. Wenn du dir noch bei den Konstruktionsschritten unsicher bist, dann schau dir bitte das Video Basic 1 an. Deine Aufgabenstellung. Gegeben ist die Strecke CD. Diese ist 12 cm lang. Teile diese Strecke in 4 gleich lange Teile. Drücke jetzt auf Pause und übe dieses Beispiel. Drücke auf Wiedergabe, wenn du fertig bist. Ich werde dir dann die Musterlösung präsentieren. Ich zeige dir die Musterlösung zur Aufgabe 1. Die Aufgabenstellung war, die Strecke AB, diese ist 12 cm lang, in 4 gleiche Teile zu teilen. Zuerst zeichnen wir die Strecke AB ist gleich 12 cm. Wir nehmen wieder den Zirkel, stechen in den Eckpunkt A ein, öffnen diese mehr als die halbe Strecke, schlagen oberhalb und unterhalb ab. Das gleiche wiederholen wir im Eckpunkt B. Wir ändern die Einstellung des Zirkels nicht. Nun verbinden wir die beiden Schnittpunkte. Wir können prüfen, ob das stimmt. 0 bis 6 und 6 bis 12. Passt perfekt. Wenn wir diese Strecke AB vierteln wollen, also in 4 gleich große Teile teilen wollen, müssen wir die Streckensymmetrale jetzt noch für die Strecke AM und MB durchführen. Das mache ich jetzt im Zeitraffer und ich präsentiere dir dann das Ergebnis. So, das ging jetzt schnell. Jetzt prüfen wir das Endergebnis. Strecke AB hat 12 cm, dieser erste Abschnitt 3 cm, wieder 3 cm, wieder 3 cm und die letzten 3 cm. Passt perfekt. Wir haben die Aufgabe korrekt gelöst. Jetzt schauen wir uns die Konstruktion der Streckensymmetrale in GeoGebra an. Gegeben ist die Strecke CD, diese ist 12 cm lang. Wir sollen diese in 4 gleich lange Teile teilen. Wir schauen uns oben in den Icons ein wenig um. Hier finden wir den Befehl Strecke mit fester Länge. Wir wählen diesen aus. Wählen die Länge 12 cm. Und erhalten unsere Strecke. Die Beschriftung F blenden wir wieder aus. Wir nehmen wieder den Befehl Streckensymmetrale. Schneiden die Strecke mit der Streckensymmetrale. Benennen diese wieder auf M um, also den Mittelpunkt der Strecke, und führen die Streckensymmetrale noch zweimal durch. Wir wählen wieder Schneide, Streckensymmetrale gerade 1, Streckensymmetrale. Diese können wir mit C und D eigentlich so lassen. Jetzt wollen wir noch Maß nachmessen. Abschnitt oder Länge. AB ist 12 cm, das kann ich jetzt. Perfekt, wir haben die Strecke
in exakt vier gleich lange Teile geteilt.